Die Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ist am Montag zurückgetreten nach langer, hitziger Diskussion in diesem Land. Wir haben alle erfahren von den Chatverläufen, in denen deutlich wurde, dass es ihr mehr um ihr öffentliches Ansehen als um das Helfen der dortigen Opfer geht. Wir haben erfahren, dass sie 4 Wochen im Urlaub war und davon nichts gesagt hat. Sie hat auch die Unwahrheit gesagt, dass sie angeblich an Kabinettssitzungen in dieser Zeit teilgenommen hat. Das hat sie nicht getan. In diesem Zusammenhang entstand die Debatte darüber, ob Politiker, Politikerinnen in Spitzenfunktionen Familie und Beruf tatsächlich vereinbaren können. Wir haben erfahren, dass Frau Spiegel in einer sehr schwierigen familiären Situation sich leider befindet, mit 4 Kindern, mit einem Ehemann, der auch 2019 einen Schlaganfall hatte. Alles nicht sehr leicht. Wir können das alle nachvollziehen. Aber die Frage steht im Raum, ist jetzt das System Politik daran schuld, dass Frau Spiegel lügen musste, dass Frau Spiegel sich in einer bundesweiten Notsituation in den Urlaub begeben hat. Ich sage, nein, das System ist nicht schuld. Jemand, der 2 Ministerien leitet und sich dazu bereit erklärt, jemand, der in dieser Zeit die Spitzenkandidatur im Landtagswahlkampf übernimmt und dann noch in den Bund wechselt, um dort Bundesministerin zu werden, der hat sich viele, viele Fragen zu stellen gehabt und sich für die Politik entschieden. Und wir müssen endlich mal ehrlich sein und den Leuten auch sagen, gerade auch den jungen Frauen in diesem Land sagen, dass man im Leben wirklich nicht alles haben kann. Man muss sich manchmal entscheiden, möchte ich mehr Rücksicht auf meine Familie nehmen oder ist mir mein Beruf wichtiger? Und wenn ich mich entscheide, in die Politik zu gehen und dort ein Spitzenamt auszuüben oder sogar mehrere, dann brauche ich natürlich zu Hause jemanden, der mir Rückhalt gibt, ja, der mir hilft, der sich um die Kinder kümmert. Ich finde, da ist ein bisschen mehr Ehrlichkeit angebracht, dass diese Debatte auch so zu führen und nicht immer so zu tun, als wenn im Leben alles möglich ist, als wenn wir 5 Kinder haben können, Work-Life-Balance haben, einen tollen Mann und auch noch eine Karriere. Ich glaube, das ist Märchen und das wird nicht funktionieren. Frau Schimpfe, ich glaube, wir sind uns in einem Punkt komplett einig, dass weder das System schuld ist und dazu kommt auch, es ist ganz bestimmt nicht ihre familiäre Situation zu Hause gewesen, sondern schlicht und ergreifend ihr katastrophales Krisenmanagement, damit einhergehend auch die Art und Weise der Kommunikation. Ich glaube, diese legendäre Pressekonferenz ist uns noch allen gut in Erinnerung, zumindest der, der sie gesehen hat, wird sie so schnell nicht vergessen. Dazu kommt, dass sie auch erst nach deutlichem Druck aus den eigenen Reihen, von den Kabinettskollegen, von der Parteispitze, erstmal aufgewacht ist und gesagt hat, so, wir ziehen sie jetzt mal aus der Schusslinie heraus, das gibt keinen mehr. Dann, was ich sag mal, ich komme ja auch aus einem entsprechenden Haushalt. Ja, mein Vater saß selber 23 Jahre lang im Deutschen Bundestag. Dein Vater ist Wolfgang Bosbach, der CDU-Politiker. Richtig. Ich nenne ihn hier immer Kanzler der Herzen übrigens, wenn er da ist. Ja, das heißt, ich kann zu dieser Debatte tatsächlich was beitragen. Nicht nur, weil ich selber im politischen Medien tätig bin und auch diverse Ehrenämter habe, die mich oftmals bis in die späten Abend und vor allem auch Nachtstunden beschäftigen. Ist ein schwieriges Thema, aber es ist kein 9-to-5-Job und in diesem Fall musst du wissen, das Land steht vor der Person. Das ist doch völlig klar, wenn du dich um ein solches Amt auch bewirbst und das ist auch wichtig, nach außen zu kommunizieren, dann kannst du die Schuld nicht abgeben, kannst du weder am System in die Schuhe schieben noch der Familie. Das ist doch das Grund, das absolute Basiswissen. Aber jetzt mal so rein von dieser Ministerialebene weg, aus eigener leidlicher Erfahrung, das ist auch ein Stück weit, was ich gerne ergänzen würde, was wir zur Debatte einfach hinzufügen müssen. Gerade bei uns in der Union, wir haben junge Frauen, die sehr weit nach oben wollen, die auch richtig kämpfen. Mhm. Mir sind tatsächlich wenige bekannt, die es schaffen, die ganzen Kinder zu bekommen, die sie möchten und trotzdem weit nach vorne zu kommen. Woran liegt das? Ich kann bei mir sagen, ich bin schon der Meinung, dass die ein oder andere strukturelle Reform oder das ein oder andere Entgegenkommen nötig wäre. Ich rede hier nicht von Umwälzungen oder von absolut Reform- und strukturumwälzenden Prozessen. Es ist so, und das werden auch die anderen Kollegen bestätigen, auch parteiübergreifend, Sitzungen bis in die Abendstunden sind lang, sie sind zermürbend, es muss alles in Präsenz stattfinden, es kann nicht digital stattfinden und es ist auch in jeder Partei so, wenn du nicht über 7 oder 12 Jahre hinweg jeden Dienstag zum Stammtisch kommst und da wirklich durchhältst und aushältst, da sind auch keine Entschuldigungen zugelassen, so wird das nichts, es ist verdammt schwierig. Ich habe für mich schon persönlich den Anspruch, dass ich das alles unter einen Hut bekommen möchte, kann aber auch sowohl von meinem Vater, also wirklich aus allererster Ebene, was ich zu Hause erlebt habe all die Jahre und auch von dem, was ich jetzt gerade erlebe, da ein ganz großes Thema könnte man da lostreten, da wirklich diskutieren, was es benötigen würde, um auch gerade für junge Frauen diese ganze Szene, diesen ganzen Job attraktiver zu machen. Finde ich, müssen wir drüber reden. Bleibt's bei. Ist ein total wichtiger Punkt, weil das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur
Politiker betrifft, sondern aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auch Journalisten. Aber da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele andere Berufe, die genau die gleiche Herausforderung mit sich bringen für Männer und für Frauen. Ist ja nicht nur so, dass Frauen Mütter sind, sondern Männer können ja auch Väter sein. Und darüber wird in der Politik ja auch sehr, sehr selten gesprochen. Ich glaube, wir sehen aber auch, und Sie haben das ja auch gerade gesagt, bei Frau Spiegel war möglicherweise dieses Amt des Bundesministers oder der Bundesministerin einfach ein Amt, was vielleicht auch einfach ein Ticken zu groß war. Es gibt ja Ämter, die füllt man einfach aus, weil man auch dafür brennt. Und man hatte bei Frau Spiegel eigentlich nicht den Eindruck, dass das so richtig der Fall war. Und was ich eigentlich muss ich sagen, bedauerlich fand an dem ganzen Auftritt, sie hat ja ein persönliches Schicksal, das tragisch ist, Schicksalen gegenübergestellt, die mindestens genauso tragisch sind oder waren. In der Flutkatastrophe. In der Flutkatastrophe. Diejenigen nämlich, die Angehörige oder Freunde verloren haben und auch noch ihr Hab und Gut. Da muss man sagen, geht es ja Frau Spiegel fast noch gut dagegen, ohne dass ich das irgendwie jetzt schönreden will. Aber die Situation war sicherlich in ihrer Familie eine andere, als sie viele, viele Familien im Flutgebiet erlebt haben. Und auch, glaube ich, da hat sie einfach absolut die falschen Worte gefunden an dem Abend. Nur wenn ich das vielleicht noch kurz einwerfen darf, wenn wir Frauen wirklich helfen wollen, wenn wir Frauen in die Lage versetzen wollen, Karriere zu machen, Führungsaufgaben zu übernehmen, dann müssen wir auch über die Konsequenzen reden, die das mit sich bringt. Das ist eben nicht 9-to-5 und das ist auch kein Spaziergang, das ist auch Ellbogen. Ja, und das ist auch austeilen können. Und das, finde ich, findet in der deutschen Debatte überhaupt nicht statt. Wir von Seiten der Politik suggerieren immer, das ist alles gar kein Problem, wir brauchen nur eine Frauenquote und schon ist das Problem gelöst. Ja, aber das ist ja nicht der Fall, das ist ja nicht der Fall. Frauen, die da was vorhaben, brauchen so viel Unterstützung, brauchen so viel Ratschläge, brauchen Mentoren, brauchen Menschen, die ihnen auch mal ein bisschen sagen, das so und so. Ja? Und das findet leider nicht statt. Und insofern ist es eine sehr unehrliche Debatte, die wir dafür haben. Aber brauchen das nicht auch Männer? Also ich habe mittlerweile auch bei, ich meine, die Männer wollen ja vielleicht dann auch zu Hause bleiben. Wir sprechen immer über Frauenquoten und besonders auch über Mentoren für Frauen. Aber ist es nicht auch so, dass es vielleicht für alle schön wäre, wenn sich das etwas ändert im Politbetrieb? Naja, also meine Beobachtung ist die, dass Männer einfach mal anders sind. Frauen und Männer sind unterschiedlich und die ticken anders und die vernetzen sich anders. Und die Männer vernetzen sich sehr, sehr früh. Wir haben in Deutschland sehr lebendige Strukturen mit Netzwerken, mit Bünden, ja, die schon in Studentenzeiten gegründet werden. Und da unterstützt man sich eben zum Beispiel auch ein Leben lang. Und die ticken auch, die spielen zusammen Fußball, die machen so gemeinsame Dinge, die ihnen Spaß machen. Ja? Ich weiß nicht, ob wir Frauen das so machen, ich glaube weniger. Ja? Und das ist ein Kernproblem. Oder das, ich halt einfach. Ich glaube, so bei der Debatte, die total wichtig ist, die ist so direkt angeschlossen an den Rücktritt von Anne Spiegel, Mutter mit 4 Kindern. Das ist ein großer Job, den sie allein zu Hause hat, mit ihrem Mann zusammen und dann noch einen Job. Aber ich glaube, lasst uns das doch einmal reduzieren auf das Faktum. Und da muss man einfach sagen, das hat man auch an der Pressekonferenz gesehen, dieser Job war für Anne Spiegel, ob sie Kinder gehabt hat oder nicht, ob sie verheiratet ist oder wie auch immer, der Job war zu groß. Ja. Ja, und jetzt wird gleich eine Familiendebatte draus gemacht. Also das finde ich ein bisschen unehrlich. Lass uns doch festhalten, es gibt Jobs, für die sind einige Menschen total geeignet und für andere sind sie nicht geeignet. Und wir müssen aber feststellen, für Anne Spiegel war dieser Job einfach zu groß. Herr Bommina, Sie haben gerade mit dem Kopf geschüttelt, während Sie unserer Debatte zugehört haben. Weil ich mir gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass wir in Deutschland im Jahr 2022 immer noch auf dem Niveau sind, Männer und Frauen sind halt unterschiedlich. Ich meine, Entschuldigung, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Also das erwarte ich mir überhaupt nicht. Und das, was Sie gerade ansprechen, ist vollkommen richtig. Ich glaube, wir haben hier zwei verschiedene Ebenen von einem ganz wichtigen Thema. Das eine Thema, zu dem ich mich nicht äußern möchte, weil ich die Hintergründe nicht genug kenne, ist die Frau Spiegel geeignet gewesen oder nicht? Irrelevant. Viel wichtiger ist eigentlich die Frage und die Familiendebatte, die Sie so bezeichnen, weil das ist wirklich ein Grundsatzthema. Und ich glaube, das steckt schon auch da drinnen. Und das kann man nicht reduzieren auf Männer und Frauen sind halt unterschiedlich oder Männer tun halt besser Netzwerken als Frauen und so weiter, sondern es ist ein Strukturproblem. Und Strukturproblem heißt letztlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich bin selber Vater eines 5-jährigen Sohns und ich weiß ganz genau, meine Frau ist selber auch sehr stark aktiv, ist auch die Vorsitzende unserer Stiftung, hat ganz andere Herausforderungen und muss sich bei jeder einzelnen Diskussion mit der Frage konfrontieren lassen, wo ist denn eigentlich mit deinem Kind? Und ich sehe das auch, Frauen werden anders behandelt. Ich habe sie gegoogelt, das erste, was kommt, ist, mit wem sie liiert waren irgendwann. Also es sind Frauen in der Politik, sorry, ich will nicht zu nahe treten, ja? Aber ich meine nur, du googelst und du siehst, allein schon mal Algorithmus, das zeigt ja etwas. Und das ist ja nicht etwas Naturgemachtes. Es ist ja nicht so, dass unsere Biologie uns darauf trimmt, sondern es ist ein gewisser gesellschaftlicher Trichter. Herr Bornwiener, hier muss ich nur einmal den Flügel rausnehmen. Und zwar bei
bei mir wird auch bei Google steht immer Mann oder verheiratet oder Kinder oder so. Das sind auch bei mir die ersten Google-Anfragen. Das ist aber auch bei Männern so. Weil auch bei wenn mir? Ich manchmal jemanden google, steht da auch Frau, Kind, verheiratet. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass Menschen vor allem daran interessiert sind, was man privat macht. Also auch bei Männern scheint das auch. Das ist ja auch eine gute Sache. Aber ich glaube, wir reden ja von Politik. Und Politik heißt, dort wird das Volk abgebildet. Das heißt, unsere Repräsentanten in Österreich sind 183 Abgeordnete, die entscheiden, was übrigens Gesetz gewährt ist und was nicht. Es entscheidet auch darüber, was in unserem Land gemacht wird und was nicht. Und ich glaube, dass die Politik bis zu einem gewissen Grad auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sein muss. Und wenn wir jetzt erleben, wie Sie sagen, dass es in Wirklichkeit keine Kompatibilität von einem menschenwürdigen Leben und einer politischen Karriere gibt. Ja, so zugespitzt habe ich das nicht gesagt. Und ich Ja, ist kein Problem. So habe ich es aber nicht gesagt. Und ich möchte im Übrigen auch Frau Schimke absolut beipflichten, wenn Sie das anders sehen. Ich betone das jetzt hier nochmal. Es gibt diese Unterschiede und es gibt diese Schwierigkeiten. Punkt. Also die Unterschiede jetzt, zwischen Mann und Frau, meinen Sie? Ja, und vor allem, wenn wir hier im politischen Kontext uns bewegen. Und davon... Natürlich. Das Thema, ja, Sie haben eben gesagt... Nein, ich sage nur biologisch. Es gibt keine... Selbstverständlich gibt es die. Ja, natürlich, aber entschuldigen Sie, die Unterschiede auf politischer Ebene sind doch wohl hoffentlich nicht biologistisch erzeugt, oder? Ja, da hoffen Sie leider fehl. Also das ist tatsächlich schon so. Ich kann das bestätigen. Es ist... Frauen arbeiten anders. Frauen sind in der Politik in einem absoluten Ellbogengeschäft. Ich erlebe es ja jeden Tag. Ich bin ja selbst ein. Haben wir bei Angela Merkel gesehen, oder? Was haben wir über Angela Merkel gesehen? Wie gut sie eine Frau an der Spitze des Staates... Eine Frau. Wir reden gerade nicht über eine Frau. Wir reden gerade über Frauen in der Breite, in der Gesellschaft und in der Politik. Das hat nichts mit Angela Merkel zu tun. Ja, sie gehört dazu. Sie gehört dazu, aber sie ist bei weitem nicht das Paradebeispiel, wo wir uns mit identifizieren würden und sagen, der allergrößte Teil der Frauen kann sich jetzt damit, würde jetzt sagen, dass sie mit ihr Gemeinsamkeiten hat und sich damit irgendwie identifiziert. Oder sehen Sie das anders? Bevor ich meine Kinder bekommen habe, habe ich immer geglaubt, okay, wenn du dem Kind eine rosane Bohrmaschine kaufst, dann wird da mal eine Maschinenbauerin draus. Ja, aber wie ist die Realität? Man sieht schon bei Zweijährigen, bei Dreijährigen, dass die Interessen komplett unterschiedlich sind. Das sagt ja niemand. Und da tue ich gar nichts bei. Da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht. So, und darauf will ich ja hinaus. Und das ist eben, die Interessen sind von Beginn an sehr, sehr unterschiedlich. Na klar. Und auch im sozialen Verhalten sehr unterschiedlich. Jungs machen so, Mädchen machen so. Kommt auf den Jungen und auf die Mädchen. Aber hier geht es ja um Politik. Entschuldigen Sie, Politik ist ja nicht Baugewerbe oder Stricken. Ein Politik, Stück weit schon. Nee, Politik heißt das Vertreten. Nein, dann haben wir ein Problem im politischen System. Und ich glaube, das ist gerade das Thema. Politik muss heißen, dass die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Bürgerinnen und Bürger drinnen sitzen und nicht nur die Nachkommen von irgendwelchen Politikerinnen und Politikern. Das ist absolut richtig. Sie reden jetzt darüber, wie es sein sollte. Wir waren ja gerade beim Status quo. Ich dachte, wir reden darüber, wie es sein sollte. Achso, entschuldige, ich wusste nicht, dass eine Therapeutin... Ich glaube, das ist ja gut, dass man das zusammenbringt, das einmal zu sagen, was gerade ist und einmal das Idealbeispiel zu sagen, wie es sein soll. Wir sehen aber auch, und das ist dann auch wieder bemerkenswert, die Grünen haben sich ja sehr schnell festgelegt bei der Frage, wer wird eigentlich jetzt Nachfolger von Anne Spiegel? Es soll eine Frau werden und sie soll aus dem linken Lager kommen. Und wir warten seit 48 Stunden... Mhm. Mehr oder weniger gebannt. Also das Land kann auch, glaube ich, ohne Familienministerin auskommen, wie wir sehen. Aber wir warten trotzdem ja seit 48 Stunden gebannt. Wer wird's denn nun? Und offenbar ist das auch mal wieder gar nicht so einfach. Hat man also sich schon wieder zu stark festgelegt? Auch eine Frage an Sie beide. Also muss es jetzt Frauen links sein? Oder das zeigt uns das ist doch das beste fragen. Beispiel, wo wir sehen, wohin Quotierungen führen. Ja. Bevor wir in eine kurze Unterbrechung gehen, dann noch an Sie die Frage, Frau Schimke, wer könnte es denn jetzt werden? Ob Sie vielleicht noch einen Tipp haben für den Zuschauer, wer vielleicht nächster Familienminister, Familienministerin wird oder wer es sein sollte. Wer gut wäre für das. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin da auch nicht zu nah dran. Ich bin da auch nicht so wirklich nah dran bei den Grünen, wie die da ihre Entscheidungen treffen. Ein paar Frauen gibt es ja tatsächlich noch in der Fraktion. Ein paar Männer gibt es auch. Man könnte in der Tat die Qualität des Amtes vielleicht auch heben, wenn man einfach sich da nicht so einschränkt. Ja, aber das sollen die entscheiden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sehr gut. Ja. Das war ein gutes Schlusswort zu der These, ob Mann oder Frau, Hauptsache kompetent für das Amt des Familienministers. Und